Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir stehen hier vor der großen Mauer, wo wir jetzt hochklettern werden in diesem Part. In der letzten Folge haben wir noch... Oh, da liegt da noch was, sehe ich gerade. Was ist das denn? Nachricht des Drachengels. Himmlisches Dankeschreiben. Okay. Elementar-Dingens habe ich jetzt bekommen. Okay. Elementar-Affinität, ne? Irgendwie so weit war das jetzt gerade. Ja, super geil. Vielen Dank. Brauche ich jetzt aber nicht wirklich. Gut. Okay, die Kamera ist automatisch eingegangen. In der letzten Folge haben wir, ich habe den seinen Namen schon wieder vergessen, den einen Typen mit der Cappy hier geholfen mit Don Corneos Schätzen oder mit Don Corneo an sich. Wir haben uns die Schätze. Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr zurück. Und ja, wie bereits schon gesagt hat, wir klettern jetzt da die Mauer hoch, weil da wartet das Shinraub-Quartier auf uns, wo wir Aeris retten müssen. Und ja, wir haben, glaube ich, alles erledigt. Ich habe mich jetzt noch mal ganz kurz umgeschaut hier im Walmart und Sektor 5, aber da scheint nichts zu sein, keine Quest oder so. Freie Kämpfe gibt es auch keine, die ich machen kann, deswegen... Würde ich jetzt mal sagen, ja, wir klettern jetzt mal da hoch, ne? Und gucken, wie es weitergeht. Ich sollte den Fernseher vielleicht etwas leiser machen, weil das war ganz schön laut gerade. Und ja. Dann retten wir mal Aeris. Von den Fängen von Shinra. Machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hieltst dich für den Größten. Und jetzt ich immer dachte, noch. Du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na. Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist. Ich tue meine Keule nachladen. Weiter. Allein deswegen würde ich, glaube ich, die Abrissbirne schon die ganze Zeit ausgerüstet lassen. So, ein Bruchstück an Hoffnung. Jetzt haben wir mal das nächste Kapitel erreicht. Dann war das letzte überhaupt kein neues Kapitel. Gut. Dann gucken wir mal jetzt. Gehen wir in den, was wahrscheinlich der letzte Stretch hier des Spiels sein sollte. Müsste, jedenfalls. Im Original jedenfalls. Aber ja. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Machen wir sie platt. So. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Ah, den geht schon gut. Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Ja, von den Toten. Ach, nur eingestürztes Gebäude. Verdammt, nicht schon wieder. Womit haben wir das verdient? Geht mal weg, die Helden wollten hier durch. So, hi. Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Ach, passt schon. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Ich habe euch gewarnt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dieses riesige Gebäude auf uns hier einstürzt und uns Leben zerquetscht. Seid auf der Hut. Was schon? Wow, in der Aufnahme sieht man gar nichts. Okay, jetzt fasse ich das Licht wieder an. So, hey, guck mal. Ist bestimmt nichts Neues, aber ich check trotzdem mal ab, ne? Ne.
Nee. Vollgehalt müssten wir auch sein, ja. Also wir müssen hier nicht relaxen und wir können einfach nach oben. Oh. Ist aber schon ordentlich noch was hinzugefügt. Oh. Nichts überstürzt. Soll gleich Cloud wieder Analyse geben. So. Im Original ist man einfach die Wand hochgerannt, da hat man schon das Shinra-Gebäude gesehen, muss nur noch zulaufen. Aber hier müssen sie natürlich erstmal ein bisschen Zeit rausschlagen. Das klingt bei mir schon wieder so, als würde ich, weiß nicht, mich beschweren oder so, aber mache ich nicht. Wie sind wir denn schon wieder so unten mit den AP? So, warte, ich gehe jetzt wieder runter und heil mich. So. Ein paar MP zu sparen. Oh, ein Kampf. Boah, war schon wieder zu viel. Ey. So, ich nach einem echten Kampf. Ich am Anfang des Kampfes. Boah, ich brauche jetzt mal eine Pause. So, wir, die sind jetzt respawned. Gut. Und so auf traditionelle Weise kann man eigentlich gar nicht leveln, ne? Ja, doch im Kolosseum vielleicht, ne? So, warte mal, bevor wir da weiter hochgehen, möchte ich. Dann machen wir halt so. Man bekommt tiefer Erstschlag, damit es am Anfang des Kampfes direkt. Genau. Kriegt er Effizienz blocken. Ja, das ist gut. Magie Boost, TP Boost. Ja, dann fängt sie schon direkt im Kampf an und kann analysieren, wenn es notwendig ist. Das ist eigentlich auch voll blöd, weil irgendwann wird man schon alle Gegner gesehen haben, aber. Wo gehen wir hin? Erstmal hier lang. Jetzt nach oben. In den Kisten. Boom. Ich habe jetzt noch gar nicht diesen Mogri. Die Jungen ja noch mal abgecheckt, ob der neue Sachen hat. Aber ist auch egal. So, dann machen wir mal Klingenstrahl einmal. Bist du? Ne, machen wir auch Schaden manchmal, ne? Alter, ich krieg den nicht. Ey, ich bin schon wieder leicht tot, ey, das gibt's nicht. So, aber auch echt irgendwie, weiß nicht. Ja, den werde ich sowieso nicht treffen, ne? Pass auf. So. Ich dachte, das wäre auch so stationär wie Eis hier. Das ist irgendwie so ein Wirbelwind, wenn das einmal getroffen wird. Entschuldigung, Tifa. So, weißt du, was ich ausrüsten könnte? Ich könnte Auto-Vita mal ausrüsten, ne? So, Wind hat jetzt gerade hochgelevelt. Das jetzt nicht von wen? Ja, ich nehme an von Cloud. Truhe. So. Bing. Mega Trank. So. Können wir da hoch, ne? Ja, warte mal. Oh, da ist gar keine Leiter. Dann gehen wir eben hier hoch. Damit ich der ganze Weg bis zum Shinra-Gebäude ist jetzt ein eigenes Kapitel. Oh Gott. Na, du bist so anfällig gegen Wind, ne? Keine Zurückhaltung. So, jetzt am Wind. Entschuldigung. So, versuchen wir mal Aurora Schimmer. Okay. Ich meine, den seinen Schockleiste hat das schön runtergeballert, aber da
noch einer am Boden, wenn es geht. Oh, ehrlich. Oh, komm, einer am Boden, ich krieg euch nicht. Oh, ich liebe Einsätze. Oh, ist doch kacke, ey. Oh. Aber wenn ich jetzt mit Barrett ein Ding setze, ne? Jetzt mit Barrett irgendwie eine Fernkampfwaffe hätte, ne? Ja, natürlich gut. Komm her. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, jetzt trefft doch mal irgendwas. Ja, Feuer, aber weiß ich. Ja, geil, ist abgezogen, glaube ich. Du bist am Zug. Gib auf dich acht. Jetzt erst recht. Ohne Feinde zu treffen. Keine Chance. Ja, geht mir ein bisschen so auf den Nerven, wenn jeder Gegner irgendwie so ein blödes Gimmick hatte. Bin ich nicht gewohnt, meinen Final Fantasy zu spielen. Oh mein Gott. Ich bin auch gewöhnt, jeder Gegner kann man mit, weil nicht lange draufhauen, irgendwann kaputt hauen, ey. Warte mal, du hast doch Wind. Du bist Wind da. Da. Oh mein Gott, jetzt bleibt doch mal hier, ey. Was? Jetzt fällt gerade was ein. Mein Gott, so, wo ist es? Hier, maximale Wut. Weil einfach mit seiner Abrissbirne Fähigkeit Eisaura gelernt, jawohl. Zumindest dich nicht. Cool. Neue Feinds können Fähigkeit gelernt. Oh, ich habe, es gibt eine Trophäe, wenn man alle lernt. Hier gibt aber Cloud ein ganz schönes Arsenal dann an den Fähigkeiten, ne? Wenn er so viele Sachen lernt. Müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. So müssen wir da rauf. Dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ausflug? Yay. Die sind schon da vorne. Die sind ja schon wieder hingekommen, ey. Ob das so ein Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Gibt doch jetzt schon keinen Zurück mehr. An Stellen, an denen ein Seil heraufbaumelt, kannst du dich mit Seilpistolen auf höher gelegenen Plattformen ziehen. Suche die Umgebung über dich nach hängenden Seilen ab. So, ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass ich schon einige Orte verpasst habe. Ich gehe jetzt nicht noch mal hier zurück. Ja. Da, okay. Zwei Jahre. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ein Suchtrupp. Sollen sie nur. Warum? Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Aber Shinra töten. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Wie er immer schießen will mit seiner Abrissbirne, ey. Ich stelle mir halt voll witzig vor. Ich stelle mir halt wie so ein Boxhandschuh vor, den man in so Cartoons irgendwie sieht, wenn
irgendwie, weil nicht so ein Boxhandschuh irgendwie so mit so eine Sprungfeder rauskommen. Er zielt einfach auf irgendwas. Ja, da gut funktioniert mit dem Verstecken. Da kommt schon direkt der erste. Ja. Irgendwann führen auf Dauer dazu, dass er leichter geschockt wird. Mein Gott, die haben Schwerter. Was, was? Eisaura. Gegner bei Ernährung Eisschaden zu kriegen. Oh, um mich, okay. Oh, das ist so passiv, cool. Das ist so wie dieser Steinschild, den ich in Dauntless hab. Da liegt irgendwas am Boden. Was ist das denn? Ah, nichts. Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Oh, und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. Träum weiter! Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Boah, du. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futternapf endet. Abgebrochen. Ja. Du so ein Scheiß! Wie können die es wagen, nicht zu wissen, dass wir hier sind? Ich will doch, dass sie wissen, dass wir hier sind. Damit sie uns das Leben schwieriger machen. Was? Ja. Gott, Cloud hat schon keine MP mehr. Ich brauche so eine Fertigkeit, mit der ich MP absorbieren kann. Ist auch nicht so unüblich unter Blau Magie. Schnell zum Shinra-Gebäude. Ja, da sind wir doch schon die ganze Zeit auf dem Weg. So, warum guckst du da hin? Cloud guckt irgendwie hier die ganze Zeit nach rechts. Ist hier irgendwas? Nö. Okay. Ich dachte. Oh, hey. Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Na, ist ja nix, dann... Gut. Hi. Oh, da unten waren noch Leute. Haben die uns echt nicht gesehen? Was zur... Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Ja, nachdem du so ins Dings reingebrüllt hast. So, die haben wir alle. Warte. Ich will da reinstürmen. Oh, oh geil. Bonk. Na, ist so ein befriedigender Angriff. Diese dicke Keule auf diese runterknallen zu lassen. Oh Gott. So, hast du irgendwas, was hier? Mach mal den hier. Jawohl. Au. So, ich hab alle. Wo ist er? Guck mal da runter. Sogar geblockt. In die Fresse. Nein, das gibt's nicht. So. Ich hab sie. Umzingeln. Viel Erfolg. Lass mich mal. Übernimm du. Wurde schon angedeutet. Wo sind sie? Ich ramm sie. Ich ramm sie. Ich ramm sie. Das ist noch bebende Erde. Alter. Die alle weg waren auf einmal. Oh, die kann ich nicht rammen. Die sind in der Luft. Da hinten sehe ich auch noch Gegner. Ja, geblieben.
So, dann machen wir mal Eisaura. Okay, beruhigt mich ja. Dann machen wir den hier mal. Ja, nicht den. Geistersuch. Ich glaube, ich hätte jetzt geheilt. Nicht um so viel. Ja, mal rumexperimentieren mit einigen Sachen. Oh, ich habe da andere. Ich dachte, ich hätte da noch Blitz drauf, aber anscheinend nicht. Du hast Eisbogen. Oh. Und echt mal irgendwie so, weil nicht so Luftangriff. Ja, hab ich so Gefühl. Ja, gut. Toxin. Ich glaube, Toxin wurde maximiert, weil ich gerade wieder so ein Dings bekommen habe. Toxin, ich glaube, du hast Toxin, ne? No, du hast nicht Toxin. Du hast Toxin. So. Pff. Langsam läuft's. So, wir haben ja noch ein Toxin und noch ein Toxin. Warum haben wir so viele von denen? So, jetzt hatten wir ihn ja noch nicht. Alles haben wir ja eigentlich schon. Dann nehmen noch ein Toxin. Wieder neu hochleveln. Ich glaube, so mindestens zwei von ihnen könnte eigentlich nicht schaden. So, MP bitte. Okay. No, ich habe sogar anständige Anzahl von MP. Jetzt alle wieder verpulvern. Sehr gut. So, ich gucke jetzt noch mal jetzt zurück, ob irgendwie Schätze oder hier sind, aber irgendwie nicht. Okay, weiter. Wir haben eigentlich 22 Minuten erst. Okay, dann geht da noch was. So, wo geht's lang? Hier geht's nicht lang. Kolosseum. Oh, cool. Und neue Musik. Lurking in the Darkness. Welches Lied ist das? Ah ja, kenne ich. Dun, 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 dun. In einigen Städten, glaube ich. Musik. Dun, 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 dun. Wah, 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 wah. Dun, 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 dun. Irgendwie so. So. Oh, ich habe mich gerade geheilt, ey. Salut, Kommandant, okay. Oh, warte, was hat denn? Okay, ihr seid alle anfängt mit Feuer. Er hat Feuer, ich glaube Barrett, ne? Könnt ruhig MP verpulvern. Wir sind ja überall Dingens. Bänke, also eine. Ey. Oh Mann. Wie müde. Klingschwall. Nicht übertreiben. Na, ich wollte gerade den hier machen. So. Ich hoffe, alle war Feuer effektiv und wow. Also, ich dachte, er wäre put. Na, jetzt ist er put. Boom. Keine große Sache. Warum schießt du die Magie nicht aus deinem Gewehrarm? Das wäre viel cooler, Barrett. Stimmt, hast recht. Und eine Mogri-Medaille. Und jetzt können wir uns gleich direkt nochmal heilen.
Waffen hochleveln tue ich dann offscreen wieder. Weil das ist ja jetzt egal. So, weiter mal gucken. So, wir kriegen WP bei jedem Level ab, glaube ich, ne? Aber jetzt hat nur so wenig. Wie, welches Level ist sie denn überhaupt jetzt? Tut sie überhaupt mitleveln? Ist Level 31, okay. Jetzt dürfte sie eigentlich nicht hinterher sein, aber sie hat weniger Weapon-Punkte, ja. WP. Also weiß ich nicht genau, woran das liegt. Wir bauen mit jedem noch so 100 ungefähr, also ja. Vielleicht irgendwo ein Zell rum? Also nicht. Muss mal gucken. Was hat denn? Da ist ein Seil. Wird sogar noch schön beleuchtet. So, hier ist ein Seil. Ach so, wir sollen immer nach Seile ausschalten. Weil da könnte dann in der Nähe irgendwo eins abgetrennt worden sein, oder was? Aber ich muss sogar noch warten, bis sie da waren. So, ihr seid neu. Ihr müsst analysiert werden. Alles wurde analysiert. Alles ist anfällig gegen Elektro. Und den Cloud, glaube ich, hier hat, ne? Ja. Boah, ich hoffe, dass Blitzka und so Sachen irgendwie so Flächenschaden machen. Wenn die auf dem höchsten Level sind, meine ich. So auf Blitzka. Die auf Gar sind. Blitz und Donner. Da braucht man mit die Person unsere MP, die uns die ganze Zeit heilt. Schmeiß dich aus dem Gebäude raus. Wo? Oh. Diese Ramme ist so gut. Ich hoffe, wir bekommen aber irgendwann mal eine bessere Schusswaffe wieder. Ich meine, es war witzig hier mit der Keule die ganze Zeit, aber so gefühlt eine Schusswaffe wäre ein bisschen besser. Allein damit wir schon wieder einen Fairkämpfer haben. Hey Leute, ich wollte schon sagen, kann ich die angreifen, bevor wir im Kampf drin sind. Boom. Nein, Barrett, hier. So, auf Versiegelung ist auch maximiert, weil ich schon wieder Dings bekommen habe. Und das soll Canon werden mit diesen ausdehnbaren Boxhandschuh oder diese ausdehnbare Abrissbirne. Versiegelung habe ich nur einmal. Okay, dann bekommst du ja. Gibt's auch ein Gewitter? Ich glaube, er hat ja original mal ein Gewitter ganz am Anfang, als wir ihn getroffen haben. Oh, die Dinger machen uns gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Da. Ach, da. Na, 5 Materie müssen wir noch maximieren. Eine davon ist Wiederbelebung, welche unglaublich lange dauert. Nein, da wollte ich doch gar nicht. 900, aber da braucht noch 4000 Punkte. Ey, wie soll ich denn das schaffen? So unmöglich, ist unmöglich. So. Komm mal vor wie ein Fallout hier. Ein komplett zerstörtes Gebäude, wo wir durch die Gegend rennen müssen. Neue Sachen finden. Passiert doch irgendwas, pass auf. Oh Gott. Warte mal, da ist ein Seil, aber wird dir nicht so ein Fadenkreuz angezeigt. Warte mal, wie kommt man da oben hin? Wenn man schon irgendwie hinkommen.
Also warte, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Gut. Würde ich sagen, wir gehen weiter auf dem Weg zum Shinra-Gebäude im nächsten Part. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.